Herr Weihbischof Zimmermann, Sie haben viele Jahre lang die größte Pfarrei Deutschlands geleitet. Wie kann man sich pastoral für 38.000 Katholiken vorstellen? Also zunächst muss man ja sagen, 38.000 Katholiken, ursprünglich waren es mal 40, es sind ja schon ein bisschen weniger geworden wieder, mittlerweile 38.000, das mache ich ja nicht alleine. Wir sind ja, die Vorstellung ist ja nicht realistisch, sondern diese 38.000 Katholiken waren ja aufgeteilt in 7 Gemeinden. Und wir haben das Programm im Bistum Essen ja bisher gehabt, eine Pfarrei ist die Gemeinschaft von Gemeinden. Und in den Gemeinden sind auch immer wieder Seelsorger und Seelsorgerinnen tätig. Wir haben bis vor kurzem sicher 16, 17 Personen gehabt, die zum Pastoralteam gehörten. Und dann relativiert sich natürlich etwas dieser Schrecken von der großen Zahl. Was Sie allerdings haben müssen, Sie müssen natürlich eine einheitliche Grundstimmung im Pastoralteam haben. Und Sie müssen engagierte Mitglieder auf der Laienebene haben, wie Pfarrgemeinderatsvorsitzende, Kirchenvorstände und solche. Das müssen Sie haben und dann geht das auch. Gibt es irgendwie bestimmte pastorale Modelle, die vorgesehen sind für solche großen Vereine und Gemeinden? Ich glaube, dass es die nicht gibt. Also ich kenne keine. Und zwar hängt das damit zusammen, dass jede Pfarrei oder jedes Bistum ja unterschiedlich ist. Also das Modell, was wir im Bistum Essen jetzt seitdem der Bischof Felix Genn begonnen hat, beziehungsweise auch vorher schon Bischof Hubert Luthe, das ist auch eigentlich nur so in einem Industrie- oder in einer städtischen Gesellschaft machbar. Also das Bistum Essen hat ja auch zwei Teile. Einmal das Ruhrgebiet und zum anderen das märkische Sauerland. Die Möglichkeiten, die man im Ruhrgebiet hat, hat man im Märkischen Sauerland überhaupt nicht, weil die Entfernungen ganz anders sind. Und wenn ich also solch eine Diözese nehme wie das Bistum Essen mit 850.000 Katholiken, städtisch geprägt, ist das ja natürlich was völlig anderes, als wenn ich jetzt eine Diözese Rottenburg-Stuttgart nehmen würde oder hier oder Regensburg oder Bamberg. Von daher lassen sich solche Modelle überhaupt nicht übertragen. Wir leben im Augenblick in einer Zeit, in der wir also vieles auch ausprobieren. Wir machen das jetzt zum ersten Mal, weil die gesellschaftlichen und auch kirchlichen Bedingungen sich verändern. Nicht verändert haben, ich sage ganz bewusst verändern. Sie verändern sich nämlich noch weiterhin. Wir sind also nicht an einem Punkt angelangt, wo wir sagen können, das ist jetzt so und dann haben wir jetzt ein Modell und das stülpen wir so über. Das wird nicht passieren. Sie sagen, Sie probieren jetzt gerade Modelle auch aus. Haben Sie denn schon mitbekommen in den vergangenen Jahren, wo es dann auch Probleme gibt? Ja, natürlich gibt es Probleme. Immer dann, wenn man eine Veränderung vornimmt, die von vielen Leuten als Abbau oder Rückschritt gesehen wird, gibt es natürlich bei den Menschen Probleme. Sie und ich wahrscheinlich. Wir sind auch, wenn wir uns wohlfühlen, sage ich mal, in unserer Umgebung, sind ja auch nicht gerne bereit, dann Veränderungen hinzunehmen. Und so ist das ja bei den Christen in ihren Vereinen und Gemeinden auch. Und wenn man dann auf einmal sieht, da ist eine Pfarrei oder eine Gemeinde, die vielleicht bisher 5.000 Gemeindemitglieder hatte, mit einem eigenen Pfarrer, mit vielleicht auch noch mit einem Kaplan, mit einer Kirche, mit einem Pfarrzentrum und alles aus den 50er Jahren. Und durch die demografische Entwicklung und auch natürlich auch durch unsere Personalsituation in unserem Bistum gibt es da jetzt auf einmal keinen Pfarrer mehr, sondern vielleicht nur noch einen Diakon, der das Gemeindeleben organisiert. Und die Gemeinde ist von 5.000 auf 2.500 oder 2.000 Seelen geschrumpft, dann können sie natürlich auch nicht mehr alle Gebäude aufrechterhalten. Das geht überhaupt gar nicht, weil man das alles nicht finanzieren kann. Und dies dann geordnet zurückzubauen, ist ein schwieriger Prozess. Das ist schmerzhaft. Aber es ist auch nicht nur eine Frage der Organisation, es ist ein Prozess, der ein verändertes Denken beinhaltet. Wir leben ja in einer Vorstellung von Kirche und in einer Wirklichkeit von Kirche, muss man auch sagen, die aufgrund ihrer Pfarreistrukturen und Gemeindestrukturen aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammen. Dies ist aber heute so nicht mehr gegeben. Die Menschen sind beweglicher, sind vielfältiger unterwegs. Wir müssen auch ganz klar sagen, die Frage nach Gott in unserer Gesellschaft wird nicht mehr so
häufig gestellt und so konsequent gestellt, wie das vielleicht noch Menschen vor 50 Jahren getan haben. Aber müsste dann nicht die Kirche eher die Nähe zu den Menschen suchen und schafft sie nicht vielleicht auch mit Großvereinen irgendwie eine gewisse Distanz zu den Menschen? Also da muss man ja erstmal sehen, wer Kirche ist. Wenn Sie dann von Kirche reden, meinen Sie ja die Amtskirche, meinen Sie hauptamtliche Mitarbeiter. Aber ich kann ja auch Kirche definieren als Menschen wie Sie und ich, die also sowohl hauptamtlich als auch im normalen menschlichen Bereich zusammenkommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ein Gedanke für die Zukunft ist, dass eben Christen sich auch dort versammeln, wo eben mal keine Kirche steht. Es ist ja überall dort, wo Christen in einer Gemeinschaft von, ich denke, sage Ihnen den berühmten Satz aus der Heiligen Schrift, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt bin, bin ich mitten unter ihnen. An dieser Stelle können Sie ja auch schon mal sagen, was die Maxime sind. Dass man also sagt, Christen kommen dort zusammen, wo eben Christen sich zusammenfinden und nicht dort, wo ein Kirchturm steht. Was bedeutet sowas beispielsweise dann für die Liturgie? Jetzt zum Beispiel Stichwort Priestermangel. Wie kann da Liturgie, wie kann Pastoral dann aussehen, wenn es immer weniger Priester gibt? Also wir haben ja vielfältige Formen von Liturgie. Wie kommen wir eigentlich dazu, unsere Liturgie nur auf Eucharistiefeier zu reduzieren? Also als ich 15 Jahre war oder 16 Jahre als Messdiener, da gab es eine Fülle von Andachten, eine Fülle von Wortgottesdiensten. Das war nicht alles immer auf Eucharistiefeier reduziert. In den letzten Jahrzehnten ist das sicher auch nicht ganz, ist die Kirche nicht ganz unschuldig und die Priester daran. Immer wird diese Hochform von Eucharistiefeier gefeiert. Aber wir haben doch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, Wortgottesdienste zu feiern. Ein Stichwort könnte da auch das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen sein. Wo sehen Sie denn Chancen? Was können Laien mehr tun? Oder wo sehen Sie auch Grenzen für Laien? Also das ist ja so ein Schlagwort, das gemeinsame Priestertum. Natürlich gibt es diese Aussage auch des Konzils. Und ich glaube auch, wo Laien was tun müssten und könnten, ist natürlich der ganze Bereich auch nochmal der Frage von Leitung. Und zwar nicht immer sofort von Pfarreileitung, aber wir haben dieses Problem ja schon in den Jugendverbänden des BDKJ. Wer leitet da? Wer ist da Seelsorger, wenn keine Priester da sind? Also alle diese Dinge spielen jetzt im Augenblick hier bei uns in diesem Jahr hier bei der Bischofskonferenz eine große Rolle, gerade die Frage der Leitung. Und die Frage ist auch, wir haben ja zumindest im Ruhrgebiet bei uns eine starke Verknüpfung von Pfarrern als Pfarreileiter mit sozialen Einrichtungen wie Altenheimen, wie Krankenhäuser und ähnliche Dinge. Dies muss ja alles nicht sein. Ich käme nicht auf den Gedanken, die Einrichtung aufzugeben, aber ich käme ganz schnell auf den Gedanken, die Leitungsfunktion und diese Verknüpfung zwischen Seelsorge und in diesem Sinne oder Leiter einer Pfarrei mit den Verwaltungsabläufen eines Krankenhauses zu verknüpfen. Da kann man ganz viel was machen. Eine andere Frage ist natürlich der Bereich, wenn Sie sagen, was können Laien noch tun? Ich muss natürlich hier erkennen, dass die sogenannten ehrenamtlichen Laien auch nur begrenzt sind in ihrer Verfügbarkeit. In einer Zeit, als viele Frauen zu Hause waren und ihre Kinder erzogen haben und anschließend sich in der Kirche, in der KfD oder wo auch immer engagiert haben, die ist ja auch vorbei. Das heißt, wir haben gar nicht, selbst bei gutem Willen, da kann ich eine ganze Reihe von Menschen benennen, die mir einfallen, die mit großem Engagement in Kirche dabei sind, aber die aufgrund ihrer beruflichen Situation das alles gar nicht können. Von daher ist das nicht so einfach zu sagen, die sollen jetzt noch mal was machen. Das sind so, sag ich mal, pauschale Aussagen, die der Wirklichkeit nicht standhalten. Zu dem Thema nochmal Frauen, Sie haben es gerade angesprochen.
Frauen tragen ja dennoch in Deutschland so Großteil des Gemeindelebens mit. Bedarf es da nicht auch irgendeiner Form von vielleicht auch sakramentaler Anerkennung? Also da gibt es ja doch zunächst mal Aussagen der Gesamtkirche. Und die Frage einer sakramentalen, wie soll ich das benennen, einer Weihe oder wie auch immer, die können wir hier in der Bischofskonferenz ja erstmal so gar nicht beantworten, weil die auf der Weltkirchenebene laufen muss. Und man muss auch immer wissen, dass solche Fragen, die sehr, sehr brisant sind, natürlich auch immer die Gefahr einer Spaltung in sich tragen. Man muss also, um sowas zu tun, einen großen Konsens haben in der Gesamtkirche. Das ist das eine. Das zweite ist, ich kenne aus unserer Diözese und aus vielen anderen Diözesen auch Frauen in Leitungsämtern, in Leitungsämtern eines Generalvikariates, die, glaube ich, sehr selbstbewusst das ausüben können, ohne gleich eine Weihe zu bekommen. Dankeschön. Bitte.